Okay, wir sind wieder da, wo ich war. Nur, dass ich überhaupt nicht da bin, wo ich war. Hear me out. Neue Wohnung, neue Lebensumstände, komplett neue. Und der Weg dahin war so vollgepackt mit Dingen, die passiert sind, dass ich einfach nicht aufnehmen konnte. Aber jetzt sieht es tatsächlich gut aus. Ich will nichts versprechen, sonst passieren wieder Dinge. Aber es scheint jetzt clean genug zu sein, dass ich eigentlich immer, wenn ich mal Freizeit habe, so ein bisschen, auch vielleicht abends oder so, dass ich es einfach anmachen kann. Weil wir jetzt eine größere Wohnung haben, wo ich nicht dieses eine Zimmer, was wir nur hatten, komplett aufräumen muss und gucken muss, dass wir da keine Zeit verlieren und things are looking up. Aber okay, ich mache das jetzt nicht länger, als es sein muss, für die Leute, die einfach nur Jack und Dexter gucken wollen. Für alle anderen mache ich vielleicht noch ein Update-Video, könnt gerne Fragen stellen oder so. Hätte ich, glaube ich, selber mal Bock drauf wieder. Einfach nur so ein Talky-Talk, oh Gott. Statt so ein Walky-Talk. Also, wir sind hier stehen geblieben. Ich bin komplett raus. Es fing schon an damit, dass die Kamera entgegengesetzt eingestellt ist, wie ich es gewohnt bin. Ich glaube, hier sind noch Eier. Richtig? Ja. Okay, gut. Dann nehmen wir die auch mit. Ansonsten ignorieren wir einfach, dass alles anders ist und wir konzentrieren uns einfach nur auf das, was alt geblieben ist. Und das ist Jack und das ist Dexter. Alles klar. Was auch neu ist, ist, dass ich jetzt eigentlich einen neuen Monitor habe seit, wirklich, glaube ich, seit 10 Jahren oder so. Das erste Mal, dass ich mir wieder einen Monitor geholt habe. Und das Upgrade. Alter, ich konnte nicht fassen, wie gut die Monitore mittlerweile sind. Das ist echt krass, aber vor allen Dingen ist der ganz schön groß. Das ist 32 Zoll. Der war halt im Angebot und ich fand das irgendwie cool, dann so einen großen Monitor zu haben. Und es ist auch cool. Aber es ist wirklich groß. Also ich muss lieber von hier spielen. Sonst gucke ich halt von da nach da, nach da, nach da. Aber kriegen wir schon hin. Das sind wirklich First World Problems, if there ever was one. Okay. Das Spiel ist so laut. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ist es besser? Es ist besser. Okay, sehr gut. Das ist, glaube ich, ein Teil einer Pflanze, ne? Wir kämpfen ja, glaube ich, gleich noch gegen eine Pflanze, wo das ein Teil davon ist. Ich will da runter gucken. Okay, gut. Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte an all die Sprechpunkte oder Themenpunkte des letzten Videos. Ich glaube nämlich, dass eins davon war, dass dieser Port hier für die PS4 so ein bisschen anders ist als die anderen und der sich auch so ein bisschen anders gespielt hat. Und ich mir nicht sicher war, ob ich einfach nur schlecht bin. Aber ich muss mehr in die Kamera gucken, hat man mir gesagt. Und es hat sich rausgestellt, nach weiterer Recherche, ein YouTube-Video, dass dem tatsächlich so ist, dass dieser Port echt schlecht ist, weil der nicht nochmal neu geschrieben wurde quasi für die PS4, sondern das Einzige, was für die PS4 neu geschrieben wurde, ist der Emulator, worauf dieses PS2-Spiel dann läuft. Also der Unterschied ist wirklich, dass das für die PS3 damals komplett neuer Code quasi generiert wurde aus dem alten Spiel, der dann perfekt auf die Architektur der PS3 angepasst wurde. Aber weil die PS4 wahrscheinlich auch einfach leistungsstärker ist, haben die sich gedacht, nee, der schafft das, wenn wir eine Mini-PS2 innerhalb der PS4 laufen lassen und da dann das Spiel einlegen. Aber jetzt ist das halt so ein bisschen über zwei Ecken und nicht so, also kein direkter Input, sag ich mal. Weder vom Spiel aus noch von mir aus. Interessiert vielleicht auch niemanden, aber ich erkläre es einfach, weil ich es gelernt habe im Video. Eins der Probleme, die dadurch entstehen, zum Beispiel, ist, dass die Sticks komplett anders angenommen werden. Eigentlich ist das so, dass bei dem eigentlichen PS2-Spiel und auch bei dem PS3-Spiel, was dann quasi nochmal vernünftig gemacht wurde, dass es acht Richtungen gibt, in die man laufen kann mit dem Stick. Also, dass er quasi immer unterscheidet zwischen acht Himmelsrichtungen. Oder vielleicht sogar 16, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hier bei dem Emulator-Port konnten die das halt nicht so genau ja, einprogrammieren, dass er das vernünftig liest. Also hat man quasi weniger Richtung und alles ist dann so ein bisschen ungenauer.
und hängt vielleicht noch mal eine Sekunde länger nach. Ich laufe einfach durch, mach alles kaputt, was sich entweder bewegt oder leuchtet. Okay, hier ist irgendeine Maschine, die wir kaputt machen sollen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Dieser Monitor ist echt nah, Leute. Aber ist echt schön. Ah ja, hier. Diese Turmdingsbumse, die im ganzen Dschungel verteilt sind, müssen den Ekostrahl wieder umlenken. Komm, wir basteln mal daran herum. Sehr gerne. Aus, indem du den nächsten Turm anpeilst. Ah ja. Hey, wir können ja dem Strahl folgen, dann kommen wir automatisch zum nächsten Turm. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Was gab's hier nochmal? Kann man hier rein? Nee, ne, erst später, glaube ich. Wir müssen dich mit diesem blauen Zeug aufladen, um die Tür zu öffnen. Ja, ja, ich erinnere mich. Wo haben wir denn blaues Zeug? Ich glaube hier hinten, ne? Wollen wir vielleicht erstmal das mit dem Strahl machen? Du ADHS-Mensch? Nein! Ich will das mit dem blauen Zeug jetzt machen. Okay. Drehen. Nehmen. Hauen. Nehmen. Und springen. Nein, ich will das mit dem blauen Zeug jetzt machen. Und dabei bleibe ich. Oh, sehr gut. Okay, ich dachte, wir kommen hier rein. In dieses ganze Gebilde, aber das war ja scheinbar nur ein Raum. Wie kam man nochmal in den großen Tempel, sag ich mal. Ne, ich glaube, das ist echt unklug. Wir nehmen das Zeug hier mal mit und gehen wieder runter. Und springen wieder hoch. Und folgen tatsächlich dem Strahl. Und folgen tatsächlich dem Strahl. Und folgen tatsächlich... Wo ist der Strahl? Wo kam der her und wo geht der hin? Where did he come from? Where did he go? Ah ja, da hinten. Okay. Okay. Dann doch hier lang. Sehr gut. Zum nächsten Turm gehen und dort auch den Ekostrahl wieder anschließen. Es tut mir übrigens leid, dass es nicht Full HD ist. Vielleicht fällt es euch auch gar nicht auf. Aber das ist nicht Full HD. Sondern nur HD Ready, glaube ich, hieß das damals. Also nur 720p. Weil mein Aufnahmegerät leider Full HD nicht schafft. Am Dschungelfluss, ob wir uns ein Speedboat ausleihen können, um damit rüber zur Nebelinsel zu zischen. Check. Ja, ich meine, Dexter ist auch so ein bisschen ADHS, ne? Wir sind mitten in einer Aufgabe und er hat gerade Bock auf ein Boot und auf eine andere Insel. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, kommen wir hier später rausgeschossen. Aber bis dahin ignorieren wir das weiter. Oh, ich habe irgendwie echt das Gefühl, ich spiele einfach nur nach Gefühl und nach dem, was ich sehe und verpasse die Hälfte. Also null System. Haben wir das Ding schon? Ja, ne? Dreieck. War das jetzt fertig? Hätte ich aufpassen sollen, ne? Wir gucken einfach mal, wir gehen da hin. Kann die Kamera nicht zentrieren, ne? Den habe ich auch vermisst da unten. Also hier war das, ne? Genau, den habe ich eben gemacht. Wo, au? Okay.
Wo zeigte der nochmal hin? Ups. Weiß man nicht. Boah. Wenn ich hier hochgehe vielleicht, sehe ich das dann. Leider nein. Ach Gott. Muss ich zu dem, ja, ne? Wie komme ich da hin? Und hopp. Und hopp. Sag mal. Alter. Dieser dumme Fisch. Und ich dachte mir eben noch. Gut, dass ich die am Leben lasse. Die tun mir ja nichts. Vielleicht lasse ich die nicht mehr am Leben. Sehr gut. Ach, das sind diese. Diese Linsen auf dem Boden. Jetzt. Okay, jetzt macht's Sinn. Wo genau war das? War das da hinten noch? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen wieder rüber. Nee, ist so besoffen. Da. Okay. Sehr gut. Oh, ich bin mir echt nicht sicher, ne? Aber zum Beispiel diese... dieser Scope, den man eben gerade gesehen hat. Wenn man durch diese Linse guckt, das war schon sehr verpixelt. Und ich glaube, das war nicht so verpixelt in dem anderen Spiel. Also für die PS3. In dem anderen Port. Okay, letzter, oder? Ja. Sehr schön. Wir sollten diesem Schwätzer von einem Bürgermeister sagen, dass er verdammt tief in unserer Schuld steht, weil wir den Energiestrahl des Dorfes wieder angeschlossen haben. Dexter am Fluchen hier. Ja, beim Wasserfall immer kurz nachgucken, würde ich sagen. Ob da noch ein paar Eier sind. Irgendwie muss ich noch eine Lösung finden dafür, dass ich mich höre, aber nicht zu viel höre. Weil jetzt gerade bin ich sehr abgedumpft. Ich habe das Gefühl, dann rede ich zu laut. Vielleicht auch nicht, vielleicht rede ich erst jetzt genau richtig laut. Kann ja auch sein. Okay, System. Wir brauchen ein System. Es gab doch irgendwo diese blaue Quelle der Blauheit. Ups. Sehr gut. Ups. Oh, das ist nicht dein Ernst. Der geht auch nicht weg, ne? Hm.
So. Okay. Die grünen Dinger sammeln. Die blauen Dinger sammeln. Oh, okay. Nicht berühren lassen. Wir müssen auf die Spitze dieses Turmes. War hier irgendwas? Ja. Sehr gut. Aber das heißt wahrscheinlich, jetzt dürfen wir alles nochmal neu machen, hä? Doch nicht. Okay, cool. Puh. Ui, das laggt teilweise. Kumpel, du bist eine PS4. Also da merkt man echt, dass die das über 5 Ecken gemacht haben, sonst müsste die, also die PS4 dürfte nicht ausgelastet sein bei dieser Grafik. Wo du schon mal da unten bist, massierst du mir die Füße? Oh Gott. Oh Gott, wie gnadenlos. Wie wir einfach irgendwo wieder spawnen, ne? Okay, ich glaube, das war hier hinten. Eieieiei. Das war da ganz hinten. Na gut, dann ist das wohl so. Jetzt bin ich nochmal woanders. Ist nicht schlimm. So sehen wir einfach immer wieder ein bisschen was anderes. Sammeln immer wieder ein bisschen was anderes. Und irgendwann haben wir alles. Und null System. Wenn wir am Ende noch was finden wollen, dann haben wir keine Ahnung, wo wir waren und wo nicht. Jawohl! Du hast alle Sperrfliegen in diesem Gebiet gefunden. Wir explodieren und Dexter, jawohl. Okay, gut. Ich hoffe, wir sammeln auch alles, wenn wir mal irgendwo sind. Einfach mit der Ruhe, nicht so schnell, nicht so langsam. Hier ist noch ein bisschen was. Wir tauchen mal nochmal unter. Doch, Viereck, ne? Ach, mit Blau kann ich nicht. Mit blauem Eco darf ich nicht runter, scheinbar. Mich interessiert's. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Sag mal. Dahin müssen wir. Okay. Oh, du Blödi. Komm schon, komm schon. Ist nicht dein Ernst. Oh Gott, ich hab's schon wieder verpasst. Okay. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Das war ja ein Dark Souls Move, ey. Das konnte man nicht wissen. Orientierung. Zu müde hierfür. Wo war was? Mann, wo war was? Mann.
Oh Gott, okay. Oh Gott. Okay, bleib einfach hier hängen. Und spring dann. Oh Gott. Okay. Puh. Easy.